Hallo und herzlich willkommen bei Pepis Welt. Mein Name ist Patrick und ich bin der Kerl, der hinter Pepis Welt steckt. Und mit diesem Video möchte ich mich einfach mal bei euch vorstellen, damit ihr wisst, mit wem es überhaupt so zu tun hat, wo ich herkomme, wo ich lebe, warum ich das alles hier mache. Ja, also PPs Welt setzt sich einfach ganz leicht zusammen. PP sind einfach meine Initialen. Patrick, wie eben schon erwähnt, so heiße ich. Mein Nachname beginnt auch mit P, daher das PP. Und die Welt kommt zustande, weil ich mir dachte, ah, das passt doch gut zusammen, meine Initialen. Und ich möchte euch in die Welt der Computerspiele mitnehmen. In meine Welt, PPs Welt. Die Spiele, die ich spiele, wie ich sie spiele, ob gut, ob schlecht. Vielleicht kann ich euch ein paar Tipps geben. Vielleicht kriegt ihr ein paar Anregungen, vielleicht gibt ihr mir einfach ein paar Anregungen. So kommt der Name zustande. Denke, das hat ganz gut gepasst. Ja, ansonsten, wo komme ich her? Ich lebe schon mein ganzes Leben südlich von Stuttgart, bin also sozusagen ein waschechter Schwabe. Ich bemühe mich aber immer sehr Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich denke, jemand, der sich auskennt, der hört das schon raus, aus welcher Region ich komme. Ja, ich bin verheiratet, bin Vater von einer kleinen Tochter. Deswegen kann ich auch nicht rund um die Uhr spielen oder streamen oder Videos machen. Ich versuche das immer miteinander zu vereinen, das Familienleben und meine Leidenschaft als Gamer. Ich habe schon in frühester Kindheit damit angefangen. Die ersten Spiele habe ich auf einem Amiga bei einem Kumpel gespielt. Dann mein erster eigener PC, ein 286er, auf dem es mit Spielen wie Civilization losging. Ja, und seitdem hat mich das Fieber einfach nicht mehr losgelassen. Jetzt vor ein paar Jahren hatte ich mal den Gedanken, hey, du könntest doch mal ein paar YouTube-Videos machen. Hab's aber immer vor mir hergeschoben. Ja, wie es halt so ist, man macht es halt dann doch nicht. Und jetzt habe ich einen neuen Kollegen bekommen in der Arbeit, der selbst Streamer ist. Der hat mich dann nochmal dazu gebracht, das jetzt doch endlich mal durchzuziehen. Ja, und das ist draus geworden, mein kleiner Kanal. Ich streame immer live auf Twitch und diese Streams, die bereite ich dann eben auf und werden dann zeitlich verzögert hier bei YouTube hochgeladen, wo ihr sie dann anschauen könnt. Ja, ansonsten, warum mache ich das Ganze? Ich habe einfach Bock drauf. Wie ich dazu gekommen bin, habe ich eben erzählt. Ansonsten, ich rede einfach gern. Ich muss es so sagen. Ich habe in der Vergangenheit schon viele Jahre als Hallensprecher bei Sportveranstaltungen fungiert oder auch als Stadionsprecher beim örtlichen Fußballverein, wobei Stadionsprecher ein bisschen übertrieben ist. Also es ist ein Sportplatz. Aber auch da sind ein paar Zuschauer gekommen. Da ist man zwar nicht so der Moderator, wie man jetzt hier bei einem Computerspiel ist, sondern man sagt halt lediglich die Aufstellung und solche Dinge durch. Aber es ist immerhin etwas, man muss es auch können. Und ich mag das einfach, ich kann das ganz gut. Deswegen denke ich, ist es nicht so schlecht, wenn ich den Kanal hier versuche. Wenn es gut ankommt, wunderbar. Ja, und ansonsten, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen zu Spielen, zu einzelnen Folgen, einfach insgesamt habt, ihr dürft gern bei meinem auf meinem Discord vorbeikommen. Den Link, den gibt es in meinem Kanalbanner rechts oben, genau. Oder ich packe ihn auch hier in die Videobeschreibung. Wäre schön, wenn er da vorbeikommt. Da können wir dann über die verschiedenen Spiele diskutieren, fachsimpeln oder einfach über das Leben reden. Gibt es ja die Chatfunktion. Kostet nichts. Man trifft sich dort. Würde mich freuen, wenn man sich da sieht. Ansonsten gibt es jetzt zum Schluss noch eine kleine Zusammenstellung der Spiele, die hier entweder aktuell auf meinem Kanal laufen oder die ich in den letzten Jahren so gespielt habe, damit ihr einfach so einen kleinen Überblick über mein Genre bekommt, was ich so gerne spiele. Also ist es hauptsächlich Aufbaustrategie, Wirtschaftssimulation oder auch Survival-Spiele. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß hier auf meinem Kanal und wir sehen uns. Macht's gut.